Vergleich zum 6. Oktober war das Stadion ein bisschen leer heute, das Olympiastadion, nur 12.500 Zuschauer. Damals waren es immerhin 46.000. Schlappi war natürlich auch da mit einem neuen Pepita-Hütchen und sein Kollege Udo Lattek zunächst recht grimmig, auch verbittert, als er die Mannschaftsaufstellung las, denn sein Kollege hatte nur einen echten Stürmer aufgeboten und das ließ Schlimmes vermuten. In der Tat, die Mannheimer versteckten sich zunächst in der eigenen Abwehr. Fast alle Mann, wenn die Bayern am Ball waren, in der eigenen Hälfte, ja fast 20 Meter vor dem eigenen Tor, Matthäus. Und noch einmal der Kapitän im Tor der Mannheimer, Uwe Zimmermann, zum dritten Mal wieder dabei. Damals am 6. Oktober fehlte er nach einer schweren Verletzung, aber sein Kollege Prath war damals der Held von München. Tremmler, er spielte gegen Rombach, einen der beiden Sturmspitzen, wobei Rombach eigentlich auch ein bisschen weiter im Mittelfeld spielte. Im Grunde genommen gab es heute überhaupt keine Sturmspitze bei den Mannheimern und endlich einmal etwas Platz, Lerby und Wohlfahrt und eine sehr gute Reaktion des jungen Uwe Zimmermann. Scholz. Ulf Queisser. Rombach. Und da ist völlig frei Stefan Knapp, der Außenverteidiger. Aber der ist fast überrascht, dass er hier so frei an den Ball hätte kommen können und verstolpert. 5.500 Zuschauer wohl auch, die unzufrieden waren. Denn jetzt waren doch schon wieder 20 Minuten vorbei und die Bayern hatten wiederum kein Tor erzielt. Immer noch 0:0. Dickieser. Ja, nach diesem sensationellen Sieg vor 2 Monaten war es ja für die Schlappner-Truppe überhaupt nicht gut gelaufen. Da gab es 5 Niederlagen, 2 davon sogar zu Hause in Ludwigshafen. Man musste sehr viele Gegentreffer hinnehmen und ein bisschen Hoffnung kam erst wieder auf, als am letzten Freitag in Bochum, übrigens mit einer ähnlichen Taktik, 1:0 gewonnen wurde. Und mit dieser Einstellung ging die Mannschaft auch heute ins Spiel, möglichst lange ein 0:0 halten, vielleicht sogar ein Wiederholungsspiel erreichen. Matti. Aber Uwe Zimmermann sehr aufmerksam. Der 22-jährige Schlussmann. Und ich kann mir gut denken, dass sich Klaus Schlappner nach seinem Wiedereinsatz gesehnt hatte. Er fehlte ja 2 Monate. Und als er nicht mehr dabei war, da gab es viel Verwirrung in seiner Mannschaft. Nachtweih. Lediglich durch Distanzschüsse gab es dann und wann Gefahr. Aber Uwe Zimmermann ließ sich in dieser ersten Halbzeit nicht überwinden. Ja, der Klaus Schlappner erlebte das Spiel richtig gehend mit. Da an der Seitenlinie 0:0, Pfiffe natürlich. Und dann machte Udo Lattek das einzig Richtige. Er brachte Dieter Hoeneß, einen langen, kopfballstarken Mann, für die Mitte. Er sollte mit seinen gefürchteten Kopfbällen vielleicht die Entscheidung schaffen. Für ihn ging Roland Wohlfahrt hinaus. Augenthal, aber da war schon gezwungen, aus etwa 30 Meter zu schießen. Und immer klappt das nicht so gut wie damals in Schalke, als er in den Winkel traf. Jetzt etwa 70 Minuten gespielt. Matti, ein technisch versierter Mann. Da hat er endlich ein bisschen Platz gegen Queisser. Doppelpass mit Matthäus. Uwe Zimmermann. Augenthaler. Lerby. Da ist Dieter Hoeneß. Jawohl, er schafft es, der lange Mann. 73. Minute, der ersehnte Treffer. Die Zuschauer, die Spieler, Udo Lattek, sie hatten fast so lange warten müssen. Lerby
Und dann ist Dieter Hoeneß sprungstärker als sein Gegenspieler Schlindwein. Zimmermann ohne Chance. Das war die 73. Minute. Wieder mal ein wichtiges Tor von Dieter Hoeneß, aber war das schon die Entscheidung. Klaus Schlappner reagierte sofort. Er brachte Hans Hein und Fritz Walter für Bührer. Und wer wurde da noch ausgewechselt? Heck. Aber die Mannheimer reagierten einfach zu spät. Sie hofften sicherlich, dieses 0:0 halten zu können. Nach dem 1:0 hatten die Bayern noch Chancen. Hier die beste durch Tremmler. Aber Zimmermann, sicherlich der beste Gästespieler, verhinderte hier das 2:0. Und die letzte Szene ist dem Mann vorbehalten, der zum Schluss sogar mit Beifall verabschiedet wurde, weil er einfach kämpfte, weil er sich voll einsetzte und weil er das Tor des Tages erzielte, Dieter Hoeneß.